Herzlich willkommen bei dieser Aufnahme, ein Geburtshoroskop-Analyse nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders. Sie berücksichtigen nämlich, dass unserem Sonnensystem auch eine gewisse Bewegung hat und diese Bewegung nennt man Präzession. Und diese Berechnung ist sehr präzis, aber anderes als in westlichen Astrologie. Also nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond, Aszendent und die Planeten sich befinden. Es ist anderes als in westlichen Horoskopen. Liebe Marisa, ich grüße dich. Das ist dein Horoskop-Analyse. Und ich möchte mich bedanken für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Jetzt sind wir bei Teil 2. In Teil 1 habe ich erklärt, was ist überhaupt ein Geburtshoroskop und was bedeuten die 12 Lebensbereiche. Und jetzt geht es um das Wesentliche, nämlich die Geburtshoroskop, dein Geburtshoroskop. Hier in die Mitte erscheint ein Engel. Dieser Engel herrschte in dem Tag, wo du geboren bist. Das ist dein persönlicher Schutzengel und dieser Engel heißt Habuchiach, Engel Habuchiach. Und nach Kabbala trägt die Zahl 68. Engel Habuchiach ist Engel der Heilende. Das heißt, du hast Heilenergie in dir. Engel Habuchiach schafft den fruchtbaren Boden und sorgt für Wachstum und sorgt für Ernte. Und das erlebst du in dein Leben. Engel Habuchiach ist nicht nur die Heilende, sondern hat einen Bezug zum Natur, Pflanzen oder Kräuter. Und erhöht die Fruchtbarkeit auch bei Frauen, aber sorgt auch in allen Lebensbereichen für Wachstum. In diesem Moment, wo du geboren bist, wann du geboren bist, ich könnte sagen, dein ersten Atemzug ist die Tierkreiszeichen Stier in Osthorizont aufgestiegen. Das bedeutet, du hast Lagna Stier oder Aszendent. Stier beeinflusst deine Persönlichkeit, beeinflusst auch dein Aussehen, dein Auftreten und so bist du auch wahrgenommen. Über die Tierkreiszeichen Stier herrscht Venus und das zeigt die Weiblichkeit. Also du hast was Mütterliches, was Weibliches, aber auch nicht nur die Mütterlichkeit, sondern auch Frau zu sein, ein guter Geschmack zu haben und deine Umgebung auch wunderschön gestalten und das brauchst du auch. Also nicht nur im Aussehen auftreten, sondern du brauchst eine schöne, ruhige Umgebung und du strahlst sehr viel Ruhe aus. Die zweiten Lebensbereiche sind die Werte, Wertschätzung, auch Selbstwertgefühl und Finanzen. Energetisch hängt es auch zusammen. In diesem Lebensbereich herrscht die Tierkreiszeichen Zwillinge. Hier ist wichtig, dieses Bewusstsein, ein höheres Bewusstsein zu haben. Und das zeigt diesen Weg, die Tierkreiszeichen Zwillinge, und davon erzählt die klassische griechische Mythologie. Es gab einmal eine Königin, Leda. Leda war wunderschön
Und der Himmelsgott Zeus liebte schöne Frauen und verführte Leda. Leda wurde schwanger. Leda war aber verheiratet mit dem König von Sparta. Und Leda wurde von ihrem Ehemann auch schwanger. Und so gebar Leda die beiden Zwillinge, Kastor und Pollux. Kastor war der Sohn von dem König, also menschlich und sterblich, und Pollux war der Sohn von Himmelsgott, also göttlich und unsterblich. Die beiden Zwillinge sind und waren immer miteinander verbunden. Dann kam die Zeit, dass Kastor sterben müsste, und Pollux ging zu seinem Vater und sagte, er möchte auch sterben, weil er will seinen Bruder nicht alleine lassen. Und Zeus berührte das und setzte beide Zwillinge im Himmel. Zeus hat beide Zwillinge unsterblich gemacht und sie leuchten in Tierkreiszeichen Zwillinge. Und das ist für uns eine sehr, sehr wichtige Botschaft. Kastor symbolisiert das Sterbliche in uns, unserem Schicksalsweg. Und das ist begrenzt. Das hat einen Anfang, das ist unsere Geburt, und hat ein Ende, das ist unserem Tod. Das ist der Teil in uns, was sterblich ist. Und das symbolisiert Kastor. Aber wenn wir auf unsere Seele denken, dann erkennen wir, dass unsere Seele ein Teil von der Schöpfung ist. Und dann verspüren wir diese göttliche Funke in uns. Und das ist unsterblich. Das heißt, die Seele ist unsterblich. Und das symbolisiert Pollux. Und die beiden sind miteinander verbunden. Und wenn wir da Gedanken machen, dann kommen wir zu diesem Bewusstsein und das nennt man höheren Bewusstsein. Und wenn du dieses höheren Bewusstsein hast, das unterstützt dich, gibt dir Kraft, zu deinen Werten zu stehen. Und wenn du zu deinen Werten stehst, dann hast du die Selbstwertgefühl. Und wenn du Selbstwertgefühl hast, dann verlangst von anderen auch Wertschätzung. Und du nimmst diese Werte, diese Schätze im Besitz. Und dadurch verbesserst sogar deine finanzielle Lage, weil, wie ich schon sagte, energetisch hängt das Hand im Hand zusammen. Die dritte Lebensbereich zeigt die frühere Kindheit, die Schule, auch die Geschwister, wie wir mit Geschwistern umgehen. Dort lernen wir uns konkurrieren. Später bedeutet auch die Konkurrenten. Aber nicht nur das, sondern ein gewisser Austausch, Wissen vermitteln, Wissen aneignen. Und hier kommen wir auch im Bereich Kommunikation, Bereich Medien. Und in diesem Lebensbereich hast du die Tierkreiszeichen Krebs. Die Tierkreiszeichen Krebs gehört zum Wasserelement. Und Wasserelement herrscht über unseren Gefühlen. Und das ist für dich ein sehr wichtiger Lebensbereich. Nicht nur Lebensbereich, sondern als Element, so wollte ich das ausdrücken, als Element Wasser ist für dich sehr wichtig, weil es gibt vier Grundelemente, Feuer, Erde, Luft und Wasser. Bei dir ist die Feuerelement im Horoskop sehr betont. Du hast Mond im Feuer,
Mars im Feuer, Merkur im Feuer, Jupiter im Feuer. Erdelement hast du die Sonne und Aszendent und Luftelement hast du Saturn und Venus. Und wenn ich die persönlichen Planeten betrachte, fehlt in dein Horoskop die Wasserelement. Es ist nicht weiter schlimm, bist nicht die einzige. Viele, viele Horoskopen sind so aufgebaut, dass eine, sogar zwei ist auch möglich, Element fehlt. Und weil dir dieses Element Wasser fehlt, brauchst du die Ausgleich. Vielleicht suchst du sogar. Und das sind deine Intuitionen, deine Inspiration, deine inneren Stimme, dein Unbewussten. Weil hier die Wasserelement fehlt, was die Gefühle symbolisiert, bedeutet aber keineswegs, dass du keine Gefühle hast, sondern entweder hast du das voll im Griff oder grenzt dich das bisschen ab, weil du tust dich schwer mit deinen unbewussten oder dich öffnen Gefühlen zeigen. Und dann gibt es immer wieder Menschen, die dir das spiegeln und ergänzen dich. Oft erleben wir das in die liebe Partnerschaft. In früheren die Geschwister oder in die Schule anderen Kinder haben dir das auch gespiegelt. Die Tierkreiszeichen Krebs herrscht über die Geburt. Und die Krebs weiß das intuitiv auch, dass alles reifen muss. Es braucht alles Zeit. Und die Krebs verspürt es auch. Wann ist der richtige Zeitpunkt zum Handeln? Wann ist der Zeitpunkt eher zurückhaltend sein? Und diese Zurückhaltung hast in die Schule erlebt, bei Geschwistern erlebt. Wenn dich verletzt haben, dann war das schwierig, dich zu wehren, sondern diese Neigung, dich zurückzunehmen, zurückziehen. Der tiefste Punkt des Horoskopes vergleiche ich mit einem Baum. Hier ist die Wurzel des Baumes. Und in diesem Lebensbereich erleben wir all das, was uns Halt, Sicherheit und Stabilität gibt. Und das sind die Ahnen, das sind die Traditionen, das sind unsere Herkunft oder unserem Zuhause. Aber bedeutet dieser Lebensbereich auch Immobilien? In diesem Lebensbereich hast du die Tierkreiszeichen Löwe. Die Löwe verkörpert Glanz, Luxus. Und das ist für dich so sehr wichtig, dass deine Wohnsituation schön ist und prachtvoll ist, königlich. Aber bedeutet auch, dass du immer wieder diesen Rückzug brauchst, deine inneren Kraft verspüren. Und wenn du diese Kraft sammelst wie eine Löwe, dann kannst du natürlich auch mal brüllen, aber erstmal bist du eher im Rückzug. Im fünften Lebensbereich sind die Kinder. Das ist der Lebensbereich, was deine Kinder, später Enkelkinder symbolisiert, aber bedeutet auch unsere eigene Kindheit, unserem inneren Kind. Und wir können von Kindern sehr viel lernen. Und dieser Lebensbereich zeigt uns das auch. Etwas spielerischer betrachten, schöpferisch sein, etwas schöpferisch gestalten, kreativ sein. Lebensfreude erleben wir hier. Und da hast du die Tierkreiszeichen Jungfrau. Die Tierkreiszeichen Jungfrau ist sehr klug, aber eher bescheiden, zurückhaltend. Und so kann ich deine Kindheit auch verstehen, dass das ein gewisser Strenge da war oder Ordnung. Du musstest immer alles ordnungsgemäß machen. Es fehlte diese Unbeschwerte, mal Kind zu sein.
mal etwas nach deinem Wunsch gestalten oder kann deine Haltung bedeuten, dass du eher zurückhaltend bist, beobachtet etwas, bevor du überhaupt diese Lebensfreude zulässt. Wobei gerade hier im Tierkreiszeichen Jungfrau wirkt Vindemiatrix. Vindemiatrix ist die Weinleserin. Die klassische griechische Mythologie beschreibt, sie steht in einer engen Verbindung zum Gott Dionysos. Und Gott Dionysos ist der Weingott. Und diese Vindemiatrix, diese Weinleserin, zeigt Lebensfreude. Und das passt sehr gut auf diesem Lebensbereich. Ein Fest, ein Tanz, ein Schluck Wein. Und genau das ist die Aussage dieses Sterns, wo hier auch wirkt. Aber bedeutet Vindemiatrix auch, es trägt etwas Früchte. Deine schöpferische Kraft, wenn du das klug einsetzt im Leben, mit diesem klugen Jungfrau, das trägt Früchte. Und dann bist du auch mit deinem Schutzengel hier im Einklang. Der nächste Lebensbereich ist die Arbeit und Gesundheit. Und hier wirkt die Waage. Wenn das um die Arbeit geht, du möchtest eine schöne Umgebung. Oder Waage kann auch Arbeit bedeuten, was kreativ ist. Wenn das um Gesundheit geht, Waage steht astromedizinisch zum Nieren. Aber Waage ist auch die Gleichgewicht. Wenn das um Heilung geht, ist für dich immer sehr wichtig, die inneren Gleichgewicht bleiben. Jetzt schauen wir an die Aszendent oder Lagna. Das ist der Moment, wo du geboren bist. Dein erster Atemzug. Und in diesem Moment schauen wir in die Richtung und hier gegenüber sehen wir einen Spiegel. Und dieser Spiegel wird bei unserem Geburt auch gezeigt. Und diesen Spiegel sehen wir etwas, in diesem Spiegel erkennen wir etwas als Neugeborene. Und das ist unser Seelenpartner. Bei Männern natürlich Seelenpartnerin. Und es wird uns gezeigt. Und etwa bis dritte Lebensjahr haben die Kinder noch Erinnerungen. Und dann nehmen wir unsere Welt mehr bewusster wahr. Und diese Erinnerungen geht in unserem Unbewussten. Aber in unserem Unbewussten spüren wir das auch. Jemand muss doch da sein, der uns ergänzt. Und genau mit diesem Spiegel öffnet sich eine geheime Tür zur Liebepartnerschaft. Und hier hast du die Tierkreiszeichen Skorpion. Die Tierkreiszeichen Skorpion ist sehr mystisch, geheimnisvoll und taucht in die Gefühle ein, auch in die tiefen Gefühle wie Angst, Zweifel. Das kennen die Skorpionen alles. Und hier kommt eine Art Wandlung, Lernen. Lernen die Gefühle wie Schuldgefühl, Angst oder Verlustangst oder Zweifel, all diesen Gefühlen loslassen und dann kristallisiert sich etwas Wertvolles aus und das ist die Pluto-Energie in uns und das zeigt unserem inneren Kraft. Und dann beginnt eine Wandlung und die Energie steigt immer mehr nach oben. Das ist Vergleich zum Kundalini-Energie. Und das sind die Prozesse, was du erlebst in die Liebepartnerschaft. Andererseits ist eine sehr magische Anziehungskraft. Das ist fast mystisch und auch sehr erotisch, weil hier
in Tierkreiszeichen Skorpion ist die starke erotische Anziehungskraft. Und nun mal, das gehört auch zum Partnerschaft. Im achten Lebensbereich, hier sind auch ähnliche Prozesse, das Loslassen. Hier lernen wir auch etwas transformieren. Hier haben wir die alchemistischen Prozesse. Das ist eine Art, etwas zu verändern, veredeln. Die alten Alchemisten haben versucht, haben sie auch getan, die Metalle veredeln. Das Ziel war Gold. Und Gold steht mit Sonne in Verbindung. Und genau das lernen wir hier, vieles loslassen, wie Angst, Zweifel, sind wir wieder in Gefühlsebenen und auf unserem Charakterzüge veredeln, einen edlen Mensch zu sein. Das Ziel ist die Sonne. Das symbolisiert unserem Selbst, aber auch unserem Herz. Und diese ganze Prozesse passiert hier im achten Lebensbereich. Aber anderen Themen gehören auch hier, wie Erbschaften oder so ämtlichen Themen wie Finanzamt oder Steuerberater. Also Finanzthemen gehören auch in diesem Bereich. Und hier hast du die Tierkreiszeichen Schütze. Und bei Tierkreiszeichen Schütze ist wichtig die Richtung. Ein Schütze kannst du begeistern von etwas, weil das Feuerelement ist. Und das zeigt auch die Begeisterung. Und schnell begeistert von etwas. Aber wenn das verschiedene Sachen sind oder verschiedene Themen, dann verliert die Schütze die Orientierung. Und das zeigt diese Pfeil, das zeigt, wie wichtig das ist, die Konzentration, eine Richtung konzentrieren. Und das bringt auch Glück. Und die Richtung ist, was die Schütze zeigt und tatsächlich im Himmel auch zeigt, in die Richtung, die Zentrum unserer Galaxie, die Milchstraße. Und da ist energetisch beschrieben unsere Wünsche. All das, was uns begeistert und entspricht unserem Wunsch, das ist die Ziel. Und diese Zielorientierung, was das die Schütze braucht, und das befreit die Schützen auch und bringt auch Glück. Und diese Prozesse, diese Transformation lernst du hier mit dieser Schütze-Energie. Im neunten Lebensbereich sind die Reisen. Hier ist Steinbock. Reisen, Urlaub, Kontakte im Ausland. Aber in diesem Bereich sind auch höhere Bildung oder eine innere Reise, zeigt die Spiritualität. Und hier mit Steinbock-Energie würde ich sagen, dass in früheren Jahren hat dich das nicht interessiert. Aber im zweiten Lebenshälfte entsteht da die Interesse an spirituelle Richtung und dann hast du die Konzentration und die Ausdauer, hast auch Ziele, das Verstehen, etwas zu erreichen, das kannst du aufbauen. Dann sind wir im höchsten Punkt des Horoskopes und das ist die Krone des Baumes und tatsächlich so fühlen wir auch, eine Krone zu bekommen, das Tragen, wenn wir Anerkennung bekommen, Respekt bekommen, dann fühlen wir auch wie eine Königin und das im Mittelpunkt zu sein. Dieses Gefühl vermittelt hier dieser Platz, aber nicht nur das, sondern hier wird gezeigt, wie erreichen wir unserem Ziel. Und unsere Berufung liegt auch hier und das zeigt die Tierkreiszeichen Wassermann. Und das passt sehr gut auch, wenn das um die Höhe geht. Und das kannst du folgendermaßen verstehen. Die Schütze hat viele Ziele, weil die Schütze kannst leicht von etwas begeistern. Sie lernen auf eine Richtung konzentrieren.
Bei Steinbock ist die Konzentration schon da. Die Steinbockgeborenen haben klare Ziele und sie wissen, sie bekommen nichts geschenkt von Leben, sondern sie brauchen Kraft, Geduld, Ausdauer, diese Ziele zu erreichen. Und die klettern bis zur Spitze des Berges, aber die geben nicht auf. Bis sie das auch erreichen, ist es auch Erdeelement, also entspricht die Realität. Und dann kommen die Wassermanngeborenen und haben sie, da denken sie, warum ist diese Anstrengung, ich bin schon oben. Das ist die Geburtsrecht, das ist die Privileg, die Wassermanngeborenen. Und sie fühlen sich auch so. Egal was sie anfangen, immer mit dieser Energie, sie sind schon oben. Und hier entsteht eine Art Adlerblick, ein Weitblick und auch Leichtigkeit, weil hier ist Luftelement. Wassermann ist Luftelement. Und das macht außergewöhnlich, einzigartig. Und du hast hier den beruflichen Lebensweg, das muss anderes sein als ein durchschnittlich. Außergewöhnlich, das wäre so dein Bereich. Astrologie gehört auch dazu. 11. Lebensbereich sind die Wünsche und die Sehnsüchte, aber auch Freundschaften, sozialen Kontakte. Hier hast du die Tierkreiszeichen Fische. Wünsche, passt ganz gut zum Fischen. Aber in diesem Sternbild sind zwei Fischen und wieder Wasserelement. Und das hat mit unseren Gefühlen was zu tun. Die eine Richtung, ich übertreibe ein bisschen, die eine Richtung ist die ständige Angst und Zweifel, so Selbstmitleid, Hilflosigkeit, Depressionen und dann geht gar nichts voran, weil das blockiert. Es gibt Fischengeborenen, die genießen sogar diesen Zustand, weil jeder kümmert um sie. Oh du Arme, das wird schon was. Die andere Richtung, die Fischengeborenen, die verstehen, aha, hier liegt die Reichtum, also nehme ich in Besitz. Was ist das für Reichtum? Das sind die Träume, ja, und das kann wahr werden. Und das ist die Kraft, die Fischengeborenen. Natürlich, wir haben alle Tierkreiszeichen im Horoskop und du kannst es auch gerade hier in diesem Bereich auch vorteilhaft nützen, wenn das um Wünsche geht, Wunscherfüllung. Und hier wirkt die Neptunenergie. Und das heißt, du brauchst einen Traum. Du brauchst eine Vorstellung. Und wenn du die Aufmerksamkeit auf diese Vorstellung, auf diesen Traum lenkst, dann gibst Energie dazu. Es besteht alles aus Energie. Und wenn du die Aufmerksamkeit immer wieder auf diesen Traum lenkst, das verdichtet die Energie und wird Materie. Zum Verstehen als Hintergrundinformation. Also du hast einen Traum oder mehrere Träume, lenkt die Aufmerksamkeit auf diesen Traum. Dann setzt du schon etwas in Bewegung und glaube daran. Und wenn du das auch noch vertraust, dass das eintrifft, und loslassen kannst und sagst, ich lasse das einfach los, ich lasse es einfach geschehen. In dem Moment kommt es im Fluss. Und das ist das Vertrauen, das Fluss des Lebens. Ich weiß nicht, ob du die Biografie von Arnold Schwarzenegger kennst. Genau das ist es. Der hat als Kind schon dieser Traum gehabt, was er erreicht hat. Und er hat einen sehr außergewöhnlichen Lebensweg. Und das war sein Traum. Und er hat an seinen Traum geglaubt. Hat auch erreicht, was er wollte.
Und genau das passiert hier. Genau das passiert hier. Es gibt außergewöhnliche Menschen, die haben eine Vision und sie glauben daran. Und die vertrauen das und die geben das nicht auf. Und sie erreichen das auch. Und jetzt sind wir im 12. Lebensbereich und sind hier die tiefe Geheimnisse des Lebens, auch karmischen Themen und auch geheime Feinde. Hier hast du die Widder. Und mit Widder-Energie kannst du dich behaupten, weil Widder ist kämpferisch. Hier herrscht Mars, der Kriegsplanet. Also, das heißt, du siegst über deine Feinde. Diese Feinde sind nicht unbedingt andere Menschen. Wir haben auch andere Feinde. Der größte Feind ist unsere Angst. Das zu bekämpfen ist natürlich auch wichtig. Und du brauchst immer wieder mal einen gewissen Rückzug, wenn du in deiner Kraft bleiben möchtest. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Stier. Ich setze Sonne zum Stier. Das bedeutet, du bist im Sonnenaufgang geboren. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze. Sonne und Mond symbolisiert auch Vater und Mutter. Sonne ist Vater, steht ganz nah bei dir, oder hast du die Sehnsucht, dass er bei dir ist, kann auch sein. Und Mond ist die Mutter in einem Bereich, wo schwierig zum Verstehen ist, sehr geheimnisvoll. Die beiden Lichter stehen hier eine Verbindung. Und diese Verbindung nennt man Quinkungsaspekt. Und das prägt schon deine Persönlichkeit, dein Leben auch. Sonne und Mond ist sehr wichtig. Und hier spiegelt sich die Kindheit, Vater und Mutter. Dieser Quinkungsaspekt bedeutet, stell dir mal vor, vor dir ist ein Pendel und dieser Pendel ist unbeweglich. Und jemand fragt dich, sollst du sagen, in welche Richtung wird dieser Pendel bewegen und ob überhaupt bewegt? Dann würdest du sagen, ja, ich weiß es nicht. Bewegt sich links, bewegt sich rechts oder bleibt stehen? Ich weiß es nicht. Und genau das ist diese Verbindung. Ich weiß es nicht, was wird kommen. Ich weiß es nicht, wie ist die Stimmung heute, was wird morgen sein. Und dadurch entsteht bei dir schon in Kindheit eine gewisse Unsicherheit. Du weißt nicht, wie das weitergeht, weil deine Eltern können das dir das nicht so vermitteln. Das kann bedeuten, sie waren mal da, mal nicht da. So erlebst du das Kind. Und du weißt nicht, kümmern um dich oder sind sie bei der Arbeit? Oder ein anderes Beispiel kann das auch auslösen. Der eine ist streng, andere erlaubt alles. Und du als Kind weißt du nicht, wie du dich verhalten sollst. Es entsteht eine gewisse Unsicherheit. Und das in deinem Inneren, alleine von den beiden Lichtern Sonne und Mond. Aber das spiegelt der Kindheit, die Eltern aus. Und hier ist wichtig zum Erkennen, auch loslassen und sagen, jetzt werde ich selbst sein. Ich kümmere um mein Selbst. Ich nehme meine Sonne im Besitz. Stier ist Besitz.
Also nimmst deinen eigenen Sonne in Besitz. Vergleiche das nicht mit Vater, sondern das ist deine Sonne. Und die Sonne symbolisiert auch dein Selbst. Sonne steht auch in enge Verbindung zu unserem Herz. Also wenn du dein Herz folgst, dann bist du goldrichtig. Sonne steht auch für die Augen, das Sehen, Augen öffnen. Und öffne deine Augen, deinen inneren Augen auf deine Werte, deinen eigenen Werte. Und dann hast du dieses Selbstbewusstsein und auch das Selbstwertgefühl und dann kannst du das nach außen präsentieren und dann strahlst du wie die Sonne. Und bei Mondenergie, hier handelt es sich um Mutterbild, aber auch das Unbewusste. Das Unbewusste, die Gefühle. Und hier bei Schützen, was die Schütze zeigt, die Richtung. Aber hier geht es jetzt nicht nach oben Richtung Sternenhimmel, sondern bei Mond in unserem Inneren. Mach eine Reise zu deinem Inneren. Und was findest du in deinem Inneren? Deine Seele findest du in deinem Inneren. Und wenn du verbindest dich mit deiner Seele, dann lauschst du ein bisschen, dann hörst du etwas. Und das ist deine innere Stimme. Und dann lebst dein Selbst, deinen Gefühlen, dein Bewusstsein und so kommt es in Harmonie. Dann hast du diese Ungewissheit, diese Zweifel in dir überwunden. Das, was du im Elternhaus erlebt hast. Mars ist in Tierkreiszeichen Widder. Es ist eine sehr starke Mars-Position, weil Mars herrscht über die Tierkreiszeichen Widder. Aber in einem Bereich, was im Verborgenen ist, wie versteckt. Du brauchst aber die Mars-Energie, dich zum Behaupten im Leben. Also hol diese Mars-Energie raus. Du musst dich nicht verstecken, sondern trau etwas zu. Sei mutig. Wehre dich. Mars ist nicht nur die Kraft, was wir Frauen auch haben, uns zu behaupten, uns durchsetzen im Leben, sondern Mars bedeutet auch der Mann. Natürlich könnte das ein Hinweis sein, dass dieser Mann sehr geheimnisvoll ist oder dass du hast eine karmische Begegnung oder eine geheime Liebe, eine versteckte Liebe. Merkur befindet sich in Tierkreiszeichen Widder. Auch hier in diesem Bereich. Nicht nur Merkur, sondern auch Jupiter ist auch hier. Merkur und Jupiter hat mit Wissen, mit Weisheit was zu tun. Merkur vermittelt Wissen, Jupiter ist die Weisheit. Und hier sind die tiefen Geheimnisse des Lebens. Und du bist auf die Suche nach diesen Geheimnissen. Und Mars ist auch deine Kraft, wo du dich da einsetzen kannst. Dann hast du ein Gebiet, wo du forschen kannst. Das kann auch Tiefpsychologie sein, das kann auch etwas Geheimnisvolles sein, im spirituellen Weg zu gehen. Wäre auch ein Bereich. Aber diese Konstellation bedeutet auch, wie wichtig das ist, zu deiner Größe stehen, dich nicht verstecken, Kraft zu zeigen, dich wehren, das auch ansprechen, mutig zu sein, all das von diesem Schattenseite rausholen.
Das kannst du so vorstellen, das ist hier dein Geburtsmoment. Und diese Planeten sind etwa halbe Stunde vorher in Osthorizont aufgestiegen. Du bist aber noch gar nicht geboren, weil du bist hier noch im Mutterleib. Erstmal kamen diese Planeten in Osthorizont nach oben, wie ein Sonnenaufgang. Mars, Merkur, Jupiter steigt nach oben und du bist noch im Mutterleib. Und kurz danach, bei Sonnenaufgang, bist du geboren. Und diese Planeten sind ganz nah bei deiner Geburt. Aber du erlebst diese Energie im Mutterleib. Und das ist geheimnisvoll. Das ist wie im Verborgenen. Da sind so viel zum Entdecken. Und genau diese Geheimnisvolle hast du hier. Das kann auch Geheimwissenschaftler sein oder wirklich Tiefpsychologie. Aber diese Planeten warten drauf, geboren zu werden, raus aus dem Mutterleib, geboren werden, ins Licht zu kommen. Und das ist deine Kraft, dich zum Durchsetzen, alles klar und deutlich sagen, dass dieser Mut zu haben, das zum Sagen. Und dann zu deinen Jupiter stehen und das zeigt deine Größe. Jupiter ist auch die Gerechtigkeit, für die Gerechtigkeit einsetzen. Hier hast du auch karmische Themen, das sind auch karmische Erinnerungen, dass du vieles ungerecht erlebt hast im früheren Leben. Vielleicht wiederholt sich das in diesem Leben auch, wo du sagst, oh, in Kindheit, oh, das ist alles so ungerecht, warum passiert all das mit mir? Und diese Energie hier, gerade bei Widder, wo das Kämpferische zeigt, hier muss das raus und sagen, es lasse mir das nicht gefallen, ich setze mich ein, ich wehre mich, ich sage das auch. Und genau das ist hier diese Kraft. Venus bedeutet alles, was schön ist. Schönheit, Kreativität, Kunst, Frieden, aber auch die weibliche Energie, du als Frau. Und diese Venus ist im Tierkreiszeichen Zwillingen. Und hier handelt es sich um deinen Werte als Frau. Wenn du dich wertlos fühlst, dann trampeln sie um dich herum. Steh zu deinen Werten. Nimm das hier im Besitz. Und du hast eine sehr starke Venus, weil dein Aszendent ist Stier. Und über die Tierkreiszeichen Stier herrscht Venus, dein Herrscherplanet. Dein Herrscherplanet ist Venus. Und dein Herrscherplanet Venus zeigt den Lebensbereich, was für dich enorm wichtig ist. Und das ist die Werten, dein Selbstwertgefühl. Denk auch an Zwillinge in diesem höheren Bewusstsein. Komm in Verbindung zum Pollux. Und hier lernst du das auch. Und weil hier dieser Herrscherplanet in diesem Lebensbereich auftaucht, zeigt dir, das ist für dich sehr wichtig. Venus hier im zweiten Lebensbereich, wo um Geld geht, das bringt dir Glück, also das kann immer wieder Gewinnchancen sein in dein Leben. Venus ist auch die Schönheit und das bedeutet, du gibst gerne aus Geld für schöne Einrichtung, für schöne Kleider, weil du das einfach liebst. Auch mit Stier-Aszendent und zu Hause mit Löwe, dieser Luxus, dieser Glanz, da gibst du gerne auch Geld aus. Saturn ist der Planet des Schicksals und Karma und belehrt uns auch, manchmal streng, erleben wir auch. Saturn befindet sich in Tierkreiszeichen Wassermann. Saturn ist sehr stark hier, weil Saturn herrscht über die Tierkreiszeichen Wassermann. Also Saturn ist die Herrscher
Planet im Wassermann und gib dir diese Stärke, leb deine Berufung. Und das ist eine außergewöhnliche Berufung mit Wassermann. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen und Uranus befindet sich in dein Horoskop in Tierkreiszeichen Löwe. Ich setze Uranus im Löwe und das würde dir bedeuten, dass du immer wieder Veränderungen hast wohnlich. Uranus zeigt aber etwas Außergewöhnliches, mehr in die moderne Richtung. Und es zeigt auch die Einrichtung hier. Neptun lässt unsere Träume verwirklichen und zeigt die Kreativität, die Intuition und Inspiration. Neptun ist im Waage, im beruflichen Umfeld. Also das ist eine kreative Arbeit, was du leben kannst und das ist etwas Außergewöhnliches. Neptun im Waage, das ist sehr kreativ, zeigt die Arbeit. Neptun ist rückläufig und hier hast du karmische Themen, wie zum Beispiel karmische Erinnerungen, wie Talente, Fähigkeiten. Pluto ist im Löwe. Pluto zeigt hier im wohnlichen Bereich, du hast die Macht in dein Leben, wenn du immer wieder zurückziehst und zum Kraft kommst. Dann bleibst du immer in inneren Kraft und so kannst du dein Leben beherrschen, deine Gedanken beherrschen, deine Gefühlen beherrschen und dein Leben beherrschen. Aber Pluto zeigt nicht nur diese Kraft, sondern auch, wie wichtig das ist, immer wieder etwas loslassen, in dieser Kraft zu bleiben. Das Wichtigste ist Angst, Zweifel, Schuldgefühl, all das loslassen. Ich könnte gut vorstellen, dass mit Löwe hier im wohnlichen Bereich liebst du die Glanz, die Luxus und wenn du ein bisschen mehr Geld ausgibst, dann bekommst du Schuldgefühl und natürlich hier Pluto zeigt, das brauchst du nicht haben, sondern genieße die Schönheit, die Luxus und das ist auch die zweite Lebensbereich, wo du auch diese Themen hast, finanziellen Themen und Schuldgefühl führt zum Schulden. In indischen Astrologie gibt es auch Mondhäuser, was nichts anderes ist als die Tagesbewegung des Mondes. Dein Aszendent ist Stier und in diesem Aszendent befindet sich im Mondhaus Kritika. Kennst du diese Märchen Frau Holle? Sicherlich. Genau das beschreibt Frau Holle. Hier in diesem Bereich, in diesem Mondhaus Stier, das ist im Grenzbereich zwischen Widder und Stier, wo die Stier beginnt, dein Aszendent. Hier sind die Plejaden und die Hyaden. Das sind die sieben Geschwister. Die sieben Geschwister Plejaden und die sieben Geschwister Hyaden sind Halbschwester. Und hier regnet es. Das nennt man auch als Regengestirnen. Und das ist genau das, was Frau Holle beschreibt. Und genau das ist dieser Brunnen in diesem Mondhaus. Also besser könnte ich das gar nicht erklären. Wir fallen wie in einen Brunnen und wir wollen da rauskommen, wir wollen im Leben viel erreichen. Und hier im Stier befindet sich ein Tor, das ist die goldene Tor, die Ekliptik. Und wir müssen durch diesem Tor gehen, egal was wir vorhaben im Leben, was wir beginnen im Leben. Und hier ist die Entscheidende bei diesem Tor, unserer Einstellung. Sind wir optimistisch oder sind wir pessimistisch? Sind wir die Gewinner im Leben oder sind wir die Verlierer im Leben? Genau das ist Frau Holle. Sind wir die Pechmarie
und regnet Pech, oder sind wir die Goldmarie und regnet Gold. Und da befindet sich dein Aszendent und das heißt, leb deine Persönlichkeit. Egal, was die anderen meinen oder Kritik ausüben, das ist nicht dein Problem. Deine Persönlichkeit sollst du im Glanz bringen. Und hier ist deine Sonne und das ist schon Gold, das glänzt auch. Dann bist du die Goldmarie. Deine Sonne ist auch im Stier im Mondhaus Rohini. Rohini ist was ganz Besonderes. Ich erzähle dazu die indische Mythologie. Der Mond ist ein Mann und verliebt sich an Rohini. Rohini ist die Morgenröte. Wunderschön und unschuldig und jung. Und Rohini verliebt sich auch an Mond. Und der Mond macht einen Heiratsantrag. Und der zukünftige Schwiegervater sagt zu ihm, naja gut, du darfst meine Tochter heiraten, aber du musst ihre Schwester auch alle heiraten. Und der Mond blieb gar nichts anderes übrig. Die wollte unbedingt Rohini haben. Er heiratete alle 27 Frauen und jeden Tag besucht eine von seinen Frauen. Und jede Frau ist anderes. Aber die Lieblingsfrau, die große Liebe, ist Rohini. Und dein Sonne ist im Rohini. Und du hast diese Liebe verdient. Und du würdest auch die Lieblingsfrau sein, die große Liebe. Und das bekommst du in dein Leben. Dein Sonne ist im Rohini. Und das ist dein Auftreten, das ist deine Ausstrahlung. Wie diese Morgenröte, wunderschön, unschuldig. Eine jugendliche Ausstrahlung. Das, was die Rohini vermittelt hier. Und so bist du auch wahrgenommen. Mond befindet sich im Schütze, hier, in einem Mondhaus und dieses Mondhaus heißt Purvashada und das bedeutet, die Zentrum in dein Leben ist deine Wünsche und deine Bedürfnisse. Und das ist wichtig, das ist die Zentrum in dein Leben. Wenn deine Wünsche nicht zur Erfüllung gehen, und das kann bei dieser Sonne-Mond-Position auch in deiner Kindheit liegen, wo du nicht alle deine Wünsche verwirklichen könntest oder bekommen hast, sondern es war eine gewisse Ablehnung auch da. Aber als Erwachsene lerntest deine Wünsche zum Leben. Unerfüllten Wünschen können die Ursache sein zur Unzufriedenheit, sogar Ursache von Erkrankungen. Mars, Merkur, Jupiter, alle drei hier im Widder befindet sich in ein Mondhaus und dieses Mondhaus heißt Parani. Und das ist die Mutter Erde, Geburt. Du brauchst wie ein Neugeburt. Kann auch bedeuten, dass du Mutterthemen hast. Und du brauchst ein Neugeburt. Nicht nur, weil hier alles im Verborgenen ist und all diese Planeten warten drauf, geboren zu werden, lebendig zu machen, sondern die Mondhaus heißt auch Parani. Und das ist, dieser Mondhaus ist zur Mutterlichkeit, die Geburt von etwas. Es beginnt alles mit Widderenergie. Das ist der Impuls, das ist die Zünde, dieses Feuer, die Begeisterung. Und wenn ein Widder von etwas begeistert ist, kann es gar nicht bremsen. Das kenne ich auch, ich bin im Tierkreiszeichen Widder geboren. Das kann es nicht bremsen. Da ist die Zünde da und ist man gleich aktiv.
Und das ist die Begeisterung, das ist die Kraft hier, das ist die Begeisterung. Und das ist wie ein Neuanfang. Und in diesem Mondhaus, Parani, kommen wir zu einer Geburt von etwas. Und entweder bedeutet das für dich persönlich, weil alle drei Planeten sind in diesem Mondhaus, du brauchst wie eine Neugeburt, wie eine neue Identität. Oder du hast die Mütterlichkeit in dir und kannst als Hingabe nehmen, um andere Menschen kümmern, die Probleme haben, die seelischen Probleme haben. Dass mal in die Tiefe schauen, untersuchen, woran liegen die Probleme. Für diese Menschen da zu sein und helfen, das könnte für dich wie eine Neugeburt sein, als Hingabe, als Lebensaufgabe. Und diese Heilenergie, diese Heilengel hast du auch in dir. Aber könnte auch bedeuten, dass du hier die Befreiung brauchst. Saturn ist im Wassermann und dieser Mondhaus heißt Shatabisha. In diesem Bereich, wo hier in diesem Mondhaus die Tagesbewegung des Mondes ist, sind sehr, sehr viele Glückssterne. Hunderte von Glückssternen. Aber dieser Mondhaus, Shatabisha, bedeutet 100. Angst, 100 Glück. Das heißt, die Glück ist eigentlich da. Und hier ganz oben, das ist wie deine Krone, also die Kopfbereich, die höchste, was du erreichen kannst, da sind die Glückssterne, die leuchten über dich. Aber wenn du Angst hast, dann lebst mehr in diesem Gefühl Angst und es ist wichtig, die Angst loslassen und dieses Glück wahrnehmen und das kannst du als Berufung leben. Uranus ist im Löwe und befindet sich in ein Mondhaus und dieser Mondhaus heißt Makha, hier Makha, und wird von Regulus bestrahlt. Regulus ist einer von den königlichen Sternen und Regulus symbolisiert Könige, Könige und Herrscher. Und zeigt auch unserem Herz. Regulus ist der Herz der Löwe. Und das ist dein Herz in dein Zuhause. Und das muss königlich sein. Du brauchst diesen Glanz. Neptun ist rückläufig, zeigt karmische Themen, karmische Erinnerungen im Waage, hier im Bereich Arbeit. Vishaka heißt dieser Mondhaus. Vishaka ist eine Feuergöttin und das ist die heilige Feuer, hat eine reinigende Wirkung. Heilige Feuer im Tempel. Und das wäre zum Beispiel in Arbeit auch eine spirituelle Richtung oder ein reinigender Prozess, sind wir auch bei Gesundheit auch. Und Vishaka zeigt auch, wie notwendig ist alles verbrennen, was im Weg steht. Jetzt nicht als zerstörerische Verbrennung, sondern das ist eher das Loslassen. Angst, Zweifel, Schuldgefühl, alle Hindernisse aus dem Weg räumen, verbrennen, hinter uns lassen. Und das ist diese reinigende Wirkung hier. Pluto ist auch im Löwe, hier aber in einem anderen Mondhaus. Purva Palguna heißt dieser Mondhaus und bedeutet zuvor. Etwas passierte in der Vergangenheit und es muss noch reifen lassen und dann kommt in dein Leben die Vollendung. Und das sind deine Träume, deine Ziele, deine Visionen. Das